herzlich willkommen zu einem Let's Play vom Holzfäller Simulator 2013. Ich bin der Anton und ich spiele das heute mit euch. Ihr seht hier schon, ich habe hier schon mal einen Baum gefällt und ich habe jetzt erstmal eine Aufgabe hier gekriegt. Holzfäller Simulator ist, wie der Name schon sagt, ein Holzfäller Simulator, in dem man halt Bäume fällen kann und die dann weiterverarbeiten kann. Ich habe hier schon einen Baum gefällt. Unten links in der Ecke seht ihr kleine Tannen. Und ich muss 4 davon fällen, dann kriege ich was Besonderes. Unten rechts ist ein Radar, da muss ich mich hinstellen, dann die Leertaste drücken und dann fängt der auch schon von ganz alleine an zu sägen. Jetzt warten wir einfach, also anscheinend ist es noch sehr verbuggt, sag ich jetzt mal. Ich habe wirklich keinen Plan, was ich danach machen muss, ich muss das jetzt einfach alles erforschen. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, gerade den Baum gefällt. Es ist leider ein bisschen schade, dass die Grafiken wirklich so schlecht sind. Ja, sonst wäre es schon irgendwie ein witziges Spiel. Ich habe jetzt gleich 3 von den 4 Bäumen gefällt. Muss dann gucken, wie ich weitermache. Ja, das Spiel an sich ist eigentlich schon ganz witzig. Ich finde nur wirklich schade, dass man selbst nicht sägen kann. Also dass man im Sinne von, du musst mit der Maus diese Form machen, damit der Baum schön gesägt wird. Und wow, was war das? Ja! Cool. Ja gut, also ich kann springen, ja. Also ich finde, das Genre hier von dem Spiel ist mehr so für Leute, die auch so ein bisschen mehr Zeit haben, weil du halt hier richtig lange brauchst, um dann dahin zu laufen. Deswegen würde ich es eher so an Leuten empfehlen, die auch schon so ein bisschen Erfahrung mit solchen Simulatoren haben und die so auch denken, ja, komm, ich habe Zeit. Also vielleicht gefällt euch das Spiel, vielleicht habe ich euch sozusagen zu einem Kauf angeregt. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen. Und wenn ihr sagt, irgendwie ihr habt noch Kritik, dann schreibt es einfach in die Comments. Und das war's. Bye, bye.